Nun, das Motto höher, schneller, weiter, das kennen wir alle. Das begleitet uns nicht erst seit einem Jahr, aber seit ungefähr einem Jahr ist uns das in unserer speziellen Situation wahrscheinlich noch mal persönlich sehr viel deutlicher geworden. Die Grenzen zwischen beruflichem und privatem verschwimmen stärker als früher. Im Homeoffice reiht sich Meeting an Meeting. Parallel haben wir noch Kinder zu Hause vielleicht, die im Homeschooling waren. Und wir waren in unseren persönlichen Freiheiten sehr stark eingeschränkt, sodass viele sich in so einer kleinen Blase vielleicht um sich selbst gedreht fühlten. Und das ist genau dieses Thema Multitasking. Wir versuchen, viele Sachen gleichzeitig zu jonglieren und switchen zwischen den einen und dem anderen schnell hin und her. Und warum ist das so gefährlich? Nun, es ist ganz einfach, es verursacht Stress. Nun ist Stress nicht immer negativ. Es gibt Stress, der uns an unser Leistungsoptimum bringt. Der dauert allerdings in der Regel nur für kürzere Zeiten an. Stress, der lange andauert, ist in der Regel schädlich, denn er führt dazu, dass wir ausbrennen, dass unsere Nerven und unsere Emotionen blank liegen. Das kennen wir nach einem langen Arbeitstag. Wenn dann noch der Nächste um die Ecke kommt und was möchte, haben wir für den häufig mal eine schnippische Bemerkung, vielleicht auf Lage, die wir sonst so nicht gesagt hätten. Und wir glauben, dass Achtsamkeit auch hier sehr, sehr hilfreich sein kann. Ja, wenn man in solche Tage vor sich hat und es schon weiß, dass es anstrengend wird, gerade dann ist es wichtig, sich zum Beispiel Pausen einzuplanen, mal rauszugehen, sich ganz zum Beispiel auf die Gerüche zu konzentrieren, auf das, was man sieht, auf die Geräusche, die man hört und den Kopf frei zu bekommen von den Arbeiten, die ansonsten noch anstehen. Oder vor Meetings sich, und das hat jeder, mal 10, 15 Sekunden zu nehmen und dreimal tief durchzuatmen, sich nur auf den eigenen Atem zu konzentrieren. Und gerade solche kleinen Interventionen können es schon wesentlich einfacher machen, damit umzugehen und einen nicht ganz so stressigen Tag zu haben.